Ja, klar. So, jetzt kannst du ihn reinlegen. Okay. Und der dünne Trikot hat den Vorteil, dass er nicht... Siehst du, kannst du ihn schön ziehen und er rückt. Siehst du, jetzt kannst du eben gut Material auf- und umschliessen, oder? Und nachher noch weiteres. Jetzt muss ich wirklich Material drauf. Die Strukturen, die ich an anderen Orten hier sehe, die Steine in den Hölzern, die hat mich natürlich immer wieder fasziniert und geprägt. Und wegen dem habe ich eine Entsprechung gesucht im Ton.
Essen. So drehen jetzt, dass er wirklich hinten ganz komplett ausgefüllt ist mit Glasur. So. 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 No, devi tirare un dritz adesso, perché ho dovuto rinforzare con anche chi tu vedi che le fin. E fa la tutta larga estesa. Das ist Eisenchlorid, wo ich jetzt auftrage. Und das wird dann nachher rostrot als Kontrast zum Deckel. And I here for Rasa. It's something to so simple, to so, so beautiful in this simplicity too. Ja. So. Ich kühle jetzt abkühlen und ein bisschen abblasen. Bis ich es höre, dass es fängt an zu krackeln und die Glasur fängt an zu reissen. Das ist natürlich ein Einzelstück und das wird auch einzeln verarbeitet werden und
braucht ein Stück die ganze Konzentration und auch die ganze Leidenschaft dafür, dass es dann auch da entsprechend so wird, wenn man, wenn ich will. Jetzt tun wir oben noch ein bisschen Kohlenstoff. Lass da durch das Verbrennen von Obuspänen. Gleichzeitig tue ich das Feuer jetzt wieder versticken, dass mir nicht das Eisenchlorid aufgefressen wird. Weil ich will, dass der Effekt oben so aussieht, dass es schwarz ist. Und das, was jetzt so rostbraun aussieht, das wird nachher eisenrot, Terracotta-farbig in allem Melange hin. Ich tue es jetzt ein bisschen mit Wasser abkühlen. Okay. Jetzt lassen wir das langsam abkühlen. Und dann kommt der Phönix aus der Asche. Thank you.